Liebe Leute und willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 3 Singleplayer Modus. Mit dabei habe ich auch noch ein paar Special Guests. Begrüßt euch mal. Klar, ich bin X-Wains. Ja, genau, Leute. Blade und X-Wains. So, ich habe Part 1 aufgenommen und dann Part 2 abgekackt, hat nicht aufgenommen, das Scheißteil. Egal. Die zwei zocken gerade zusammen Black Ops 3, glaube ich, Multiplayer. Und ich zock mit euch zusammen Singleplayer. Die werden ein bisschen mitkommentieren. Hey Blade, such mal. Wir kennen sie. Die drehen nicht durch. Es sind die Immortals. Das ist ihre Art zu morden. Taylor, Immortals, ganz egal. Sie haben die Datenträger der Station. Wenn wir sie haben, werden die Überwachungsfeatures zeigen. Hendrix, hast du doch Kontakt? Kommt mir so an die Ursache. Ich kenne einen ihrer Datenhändler, Danny Lee. Wir wissen, er Bastard. Aber gute Verbindung. Nutz deinen Charme und bring uns rein. Sind wir drin? Kann Kane die Laufwerke aufspüren. Läuft. So, jetzt Der beginnen fucking wir. DRL, Alter. Alter Leute, ich spiele das hier länger als ich. Sag mir mal eine gute Waffe, ey. Ich habe einfach diese AK da genommen. Die 54 Immortals waren noch nie stark. Ja, wie auch immer. Singapur-Streitkräfte, CIA. An uns kommt keiner ran. Ihr verlasst euch noch auf Vollstrecker wie Jason. Nee, hab ich noch nicht. Jason. Der wurde ja, die will ich auch nehmen. Nicht gesehen. Die habt schon mal beim Lokal spielen. Haha. Vergesst den verdammten Jay Jong. Wieso sollte ich an euren Robotern interessiert sein? Das ist die beste erhältliche Robotik. Code Schwarz. Einer sagt weit oben und der andere weit da. Schwarz ist mir egal, Hendrix. Grün ist wichtig. Du weißt es vielleicht nicht, aber der Singapur-Dollar steht nicht mehr. Ja, ich bin die Ernst noch mehr. Hey, noch eine Runde für uns. Wer hätte das gedacht? Ein Gebäude in der Innenstadt explodiert und alles stürzt in Chaos und Anarchie. Komm schon, Danny. Wie weit sollen wir zurück? Ich weiß doch Bescheid. Über die üble Geschichte der Kultur. Du dämlicher Idiot! Du beschämst uns vor unseren Gästen. Locker bleiben, Danny. Wir sind nur hier, um einen Deal zu machen. Du weißt doch, dass das Winslow-Abkommen die allerbeste Kampftechnologie hat. Winslow-Abkommen? Das Winslow-Abkommen ist wertlos innerhalb der Q-Zone. Wo waren Sie, als so viele starben? Als die SSK uns im Stich ließ und die Mauer baute. Ich brauche Zeit, um die Datenträger zu finden. Weißt du, wer hier war? Die 54 Immortals. Sie haben aus dem Chaos etwas erschaffen, haben diesen Park genommen. Und die Solarenergie dieser Superbäume umgeleitet. Ohne die Immortals hätten wir in diesem Drecksloch nicht einmal Strom. Als es keine gab, gaben sie uns Hoffnung. Ja, dank der CDP-Unterstützung ist dieser Hafen jetzt das Herz ihres Waffenschmuggels. Ich weiß nicht, wer du bist. Aber eins sage ich dir. Wenn dich ein alter Freund verlässt, brauchst du neue Freunde. Mal sehen, was eure Roboter können. Vielleicht können wir uns einigen. Das reicht uns schon. Ist es jetzt? Gumin, Gush Yolan. Welche Überraschung. Ich wusste nicht, dass sie kommen. Und dass eine Winslow-Abkommen-Spezialeinheit kommt, wussten wir auch nicht. Langsam, Mann. Was auch immer Sie gehört haben. Das stimmt nicht. Wir suchen keinen Ärger. Wir sind ungebunden. Ersparen Sie mir Ihre Lügen. Sie und Ihresgleichen haben viele von uns getötet. Es gibt keine Vergebung! Glauben Sie, wir wissen nicht, dass Sie hier sind? Das war's, Hendrix. Wann geht's los? Jetzt! Yes.
Nice. Plan B. Kane, initiiere Sekundärprotokoll Echo 2. Ich dachte, du wärst mit Danny liebe Freunde. Ja, das dachte ich auch. Endlich kann ich zocken, ey. Leute, 5 Minuten, scheiß Katz hier. Ja, wieso habe ich das gezeigt? Ich meine, ich werde, das ist der einzige Part, den ich noch zeigen werde. Und dann, egal. Vorbei. Leute, ich habe gerade eben auf die Uhr geguckt. Die scheiß Katze ging 5 Minuten einfach. Verdammte 5 Minuten. Alter, was soll das? Wer macht so lange Katzchen? Nein, Digga, ich kann auch nicht fähig sein, dass du ein Opfer erzählst. Alter. Scheiße. Fuck, ich bin tot. Nee, bin ich nicht. Obwohl ich nur einmal getroffen wurde. So, jetzt. Ey, jetzt bist du jetzt wieder in Kopf. Ey, nicht schon wieder diese Missgeburt. Nein. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert, aber kennt ihr in der Story? Da gibt's doch diese behinderten Viecher, die einfach nicht kaputt gehen, diese Roboter da. Du ballerst 10 Jahre drauf, wirfst 10 Granaten. Ja. Was sind das für Dinger, ey? Die gehen einfach nicht kaputt. Ich mach gerade den nächsten Mauer in der Welt. Scheiße. Sie ziehen sich zurück! Vorwärts! Ah, fuck. Scheiße. Erstens. Verfickt! Achso, ja genau. Gleich tot. Alter, wie viele sind da? Festgenagelt hier voll. Hilfe, bitte! Verpiss dich! Ja, ich lebe noch, Leute. Scheiße, das ist schon knapp hier, was? Alter, ich lebe noch. Ey, das ist so knapp. Ich weiß gar nicht, wo ich gelandet bin. Überall Explosion, aber ich komme immer fein raus. Nee, ich bin noch raus. Meiner!
Granatengott Johnny. Ich nehme jetzt jeden auseinander, Alter. Wie viele sind da? Ich hab, da waren so 5 bis 7 Gegner. Ich werfe einfach eine Granate rein, alle tot. Ich bin auf dem Schwitzmeter, ich bin normal. Registriere Feindaktivität auf beiden Seiten. Scheiße. Ich habe einen Eingang zum Pflanzenberg gefunden. Fuck, nein, von hinten. Ach so. Oh, egal. Abpasst. Ich habe nie mal so scheiß Löcher gesetzt. Ah, gut. Nein. Ich bin kurz vorgesehen. Ich glaube, das war ein Schnitt, das ist nicht normal. Ja, ich vielleicht das nicht rein fahrt, oder? Lol. Ich glaube, ich habe hier einen Bug gefunden. Oh, Mist, schon wieder. Du bist schon mal vom selben geholt. Registriere Feindaktivität auf beiden Seiten. Sag was, dass ich nicht schon weiß. Ich habe einen Hintereingang zum Pflanzenberg gefunden. Übertrage auf das Leute, der Part geht gleich zu Ende. Das war auch der letzte Singleplayer-Part. Ich bringe nichts mehr raus. Danach kommt nur noch Multiplayer, weil ich glaube nicht, dass ihr Interesse daran habt. Falls ihr wieder Interesse an, falls ihr Interesse an den Jungs habt und Bock habt, dass ich mal mit denen online zocke, dann lasst Feedback da, lasst Likes da. Ja, verabschiedet euch noch, Jungs. Ciao, Leute. Ja, gut. Ja, mach Werbung für deinen Clan, genau. Ja, wie gesagt, ich verabschiede mich dann auch noch. Bis zum nächsten Mal. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.